herzlich willkommen in meinem Musikzimmer. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Wir spielen miteinander den Alexandermarsch. Er hat einen prägnanten Rhythmus eines Militärmarsches. Der Komponist heißt de Père Suisse oder französisch de Père Suisse. Ich weiß es nicht genau. Und der Rhythmus geht immer so. Ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ta. Klatscht mal mit. Ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ta. Wenn ihr es auswendig könnt. Ta, ti, ti, ta. Das ist dieser Rhythmus. Ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ta. Wenn ihr mitspielen wollt, ladet euch die Noten runter, druckt sie aus und kommt her an die Tasten. Die rechte Hand liegt mit dem Daumen auf dem C und die ersten zwei Takte spielen wir in dem Rhythmus. C, C, D, C, C, D, C, C, D, C, E. Nochmal, jetzt mit Fingerzahlen. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3. Der Takt geht fast genau gleich weiter. Ich meine den Rhythmus. Ihr beginnt mit dem zweiten Finger auf dem D. D, E, D, D, E, D, D, E. Und jetzt G, F, E, D. Und in der zweiten Zeile fängt es wieder von vorne an. Ich spiele nochmal Takt 1 bis 4. C. Dazu, wo nachher der Akkord dazu kommt. C. Jetzt. Hand und ihr sagt den Buchstaben des Akkordes, den ihr spielt, mit und C, 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 G7, G7, Wechsel auf C, jetzt, C, 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 G7, gemacht, wenn ihr soweit seid. Dann, ich zeige euch nochmal, der C-Akkord in der linken Hand, das sind die Töne C, E, G. Und die spielen wir zusammen mit Finger 5, 3, 1. Der G7, da geht der kleine Finger einen Ton runter zum H. Statt dem dritten spielen wir den zweiten auf dem F und den Daumen lassen wir liegen, sodass der G7 die Töne H, F, G hat. G7 und wieder C-Akkord. In Takt 7 nochmal G7 und am Schluss C. Ihr spielt jetzt die Akkorde, ich spiele die Melodie. C, 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 G7, nochmal, jetzt und wechsle auf C, C, C,
gemacht. Ich spiele jetzt langsam beide Hände miteinander. Und C. Nochmal C. Ich wünsche euch für heute Happy Playing und tschüss bis zum nächsten Mal.